Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder, My Time in Sandrock. Schön, dass ihr dabei seid, hier in Disney World Sandrock. Jawohl, ja, hört sich jedenfalls an mit dieser Musik hier. So, bevor es hier mit dem Dance Battle losgeht, Vorsicht Dambi, Achtung, geht's hier erstmal weiter ans Geld verdienen, weil wir müssen ja unsere ganze Herrschar an Tieren ernähren. Plus Elsie, die frisst auch den Scheunendrescher. Aber ist auch ein richtiges Landkind, sie hat noch einen guten Appetit. Hey Cooper, was machst du denn hier? Mit viel Liebe füllt er den Trog auf, das hätte ich gar nicht gedacht, okay. Hier hast du deine Belöhnchen. Vielen Dank, Fred. Manchmal sind die Dinge nicht so einfach, wie du sie gern hättest. Und meine Tiere wollen mir manchmal einfach nicht geben, was ich brauche. Wie auch immer, danke für deine Hilfe. Was brauchst du denn von den Tieren? Interessante Gespräche, Zuspruch, Kuscheleinheiten. Ja, das... Wenn er das braucht. Gut. Aha, so, was haben wir denn da hinten noch? So, wer ist denn hier wieder mit dem Umhang unterwegs? Hallöchen, der geheimnisvolle Fang. Tanzen ist eine gesunde Aktivität. Gut, für das Herz. Viel Spaß dabei. Ja, falls man dabei nicht umkippt. Hat X auch was dazu sagen? Komm schon, Schatz, du bist mein liebstes kleines Vögelchen. Du hast ja mal einen Vogel X, aber gut. Schicker Anzug. Ah, Batman ist auch wieder unterwegs hier. Batman, was machst du denn hier wieder? Ach, lauf hier nicht rum. Du kommst jetzt einfach mal mit. So. Machst eh nur Unsinn hier. So, hier haben wir noch schnell was und da müssen wir eigentlich schon fast ans Dance Battle denken. Hallo Kevin, machst du hier eigentlich? Hey Rocky, so, rück mal das Portemonnaie raus. Hier haben wir deine Platten, was du gerade machst. Hey, danke einfach. Weißt du, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal schon so wenig unzufrieden mit einem Handwerker war. Weiter so. Hier gibst du zwei, also pass auf, wie du unzufrieden bist, mein Freund. Sonst hätte ich einen Huskreen auf dich. Oder lass dich von Kevin anspucken. Hallo, komm ich nicht rüber. So, Galoppel, Galoppel, Hernandez. Sogenannter Senior, der hier Urlaub macht, oder was? Wer es glaubt. Ein Spion. Könnt ihr sagen, was der war? Bonjour! Was mit dir passiert? Oh, hast du schick gemacht für ein Tanzbattle, oder was? Jazz hat gesagt, dass wir beim Tanzwettbewerb aussetzen, stattdessen auf Patrouille gehen müssen. Ich habe ihm gesagt, dass wir beim Tanzen immer noch hundertprozentig wachsam sein können, also können wir das riskieren. Halte beim Tanzen nach bösen Jungs Ausschau, damit wir mehr Daten für unser Experiment sammeln können. Ja, falls hier ein böser tanzender Räuber kommt, werde ich dir Bescheid sagen. Rotz auf 6, ja, putz dir mal die Nase. Okay, irgendwie hat er geerbt. Ich weiß es nicht. Kann sich einen Anzug leisten. Na, hier haben wir den üblichen Kram. Ja, diese Sachen hier. Weiß ich nicht. Diese Sandbuggy-Sachen sind alle so relativ sinnlos, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Naja, aber. Mal. Was haben wir denn eigentlich hier? Ah ja, wir sind hier in unserem Kampflook. Ne, das brauchen wir natürlich nicht. Also machen wir wieder unser Freizeiturlaub-Look. Ein bisschen freundlicher, also das Schwert müssen wir noch wegstecken. Und der hat so viel Marken. Komm, wir kaufen uns mal hier so eine neue Unterhose hier. Oder, genau. Und ziehen uns auch noch mal ein bisschen anders an. Ist ja auch nicht schlecht. Statt hier die Badehose. Und die hier haben wir da. Nehmen wir mal die hier. Die passt da auch. Warum haben wir das da? Wann haben wir das am Knie da? Moment, hä? Wo habe ich die zu viel zur Auswahl? Ah, die gehört zum Outfit. Weil Sandrennen im Rennfahrerstil. Ah ja, weil wir beim Sandrennen uns Knie anschlagen. Gute Wahl. Okay. Gibt es den hier noch? Gibt es auch Sandrennen-Oberteil? Sportliches Sandrennen-Oberteil. Ah, interessant. Damit werden wir unseren Look so ein bisschen kaputt machen. Vielleicht kaufen wir noch so ein Cappy dazu. Oder haben wir das nicht schon? Ich weiß nicht. Statt Strohhut. Sieht aus wie ein Strohhut-Pirat. Das wollen wir natürlich auch nicht. Auch aus lizenzrechtlichen Gründen. Das Outfit hier. Dann nehmen wir unser neues Cappy hier. So, dann haben wir auch voll auf Sandrennen. Jawohl. So, das haben wir. Und dann tun wir mal hier was anderes rein. Ist ja auch nett. So, was war mit der nochmal? Ah ja, die macht Treut. Okay, so. Haben wir unsere Treute. Jetzt kann anfangen, Leute. Ich bin fertig. So, hier, hopp. Tanzen. Ja, okay, dann halt nicht. Batman. Da müssen wir unter noch ein bisschen arbeiten, bis das hier weitergeht. Na gut, komm her da. Gucken wir mal, was noch auf der Auftragstafel steht. Ups, können wir eigentlich auch hier machen, fällt mir gerade ein. ja, du brauchst auch Bewegung, sonst wirst du aber auch immer dicker. So wie, Elsie. So. Sieht's ja eigentlich hier aus. Wow, Elsie hat zumindest was getan. Letztes Mal waren sie noch unter 2000. Muss zufällig gearbeitet haben. Okay, was ist hier? Oh!
Ist alles so mager. Ich höre es ja gar nichts. Sandlauch. Also. Zwiebelkuchen? Bringt alles nichts. Das bringt alles nichts. Ja, gut, das können wir noch machen. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen. Ja. Experience Points hier. So, Chef tanzt nicht mit. Gut. Dann tanzt ab. So. Das ist natürlich ein bisschen mager. Ich wollte. Hallo, ich wollte da gar nicht hin. So, dann haben wir unseren Geburtstag. Achso, muss ich noch eins. Ah, ich habe nur Einladungskarte für mich gerade eine. Wir können doch noch schnell einladen. Noch jemand vergessen. Desmond, ja, die Kinder, die möglich sind, habe ich. Pablo, Trudi. Ah, hier, komm, ich lade mal auch ein. Sieht ja bezaubernd aus heute. Extra fürs Tanzen so umgezogen. Ja, das sind natürlich so Strümpfe genau das Richtige, glaube ich, oder? Keine Ahnung. So, habe ich dich schon eingeladen? Ein bisschen Brillenträgerin. Okay. So, bitteschön. Einladung zur Feier. Was für eine tolle Idee. Bringt alle zusammen und etwas zu unternehmen. Natürlich werde ich kommen. Wir werden keine Bäume zusammen pflanzen. Das hatten wir schon mal. Irgendwann ist aber gut. So. Ah. Na gut, dann haben wir noch Justice. Eine kann auf uns aufpassen, während wir dem fröhlichen Feiern schwelgen. Wenn du tanzen willst, könnte ich uns schon bitten, eine Weile die Patrouille zu übernehmen. Ach, lass den armen Kerl mal mittanzen. Er hat sich gerade schick gemacht für heute. So, komm hier. Sicherheitspersonal. Nun, als Sheriff ist es meine Aufgabe, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aber keine unangenehmen Fragen. Na, von mir habe ich im Rat auch schon genug. Also, gut, ich werde da sein. Wegen Budgets und so. Warum wird zu viel Gehalt an die Katze bezahlt? Naja. Da Fragen werden erlaubt sein. So, den haben wir schon mal. Hey, Gracie! Howdy! Hau dich! Ja. Du sollst wissen, dass Kochen nicht das Einzige ist, worin ich schlecht bin. Tanzen auch. Oh, sie geht's zumindest zu. Und du musst dich einfach auf mein Wort verlassen. Trag mich als vielleicht ein, okay? Okay, vielleicht kommst du auch zu unserer Party. Falls wir das alle hier überleben. Ich hoffe, du hast nicht das Catering für den Tanzwettbewerb gemacht. Party klingt gut. Vielleicht können wir Weit oder Pflicht spielen. Oder wir können einfach tun, was immer du geplant hast. Ich werde da sein. Weit oder Pflicht hier in Sandrock? Lieber nicht, okay. Uiuiui, ja. So, ein paar Kandidaten könnten wir noch einladen, aber... Sollen wir einen Schwiegervater einladen? Der meckert dann immer nur rum. Komm, dann laden wir Mabel ein. So, Schwiegermama. Hello. Kannst auf die Kinder aufpassen, wenn die Unsinn machen und die Erwachsenen besoffen sind. So, zwei haben wir dann noch. Natürlich komme ich, mein Schatz. Soll ich noch etwas Auflauf mitbringen? Ich werde etwas in ein Glasgefäß füllen, nur für den Fall. Danke für deine Einladung, wir sehen uns. Jawohl, es ist immer gut, wenn irgendjemand dabei ist, der einen Glasschüssel mit Kartoffelsalat oder so mitbringt. Und selbst die, die sonst sowas alles nicht essen, schaufeln sich dann die Teller voll. Kartoffelsalat geht immer. Oder Nudelsalat. Dann ist alles Soulfood. Nein, das ist fettig, das ist ungesund, das esse ich nicht, das ist nicht vegan. Oh, lecker. Nam, nam, nam. So sieht's am Ende aus. Gib's doch zu. So, morgen, morgen. So, dann können wir hier nochmal Heidi. P suchen. Hallöchen, ja, gib's doch auf. Du kannst gegen die Maschine nicht gewinnen. So, bitteschön. Hallo. Ja, danke schön. Also will ich auch mal gewinnen hier. So, dann haben wir unser Tagwerk hier begonnen. Beendet, meine ich. Begonnen, beendet. Ich weiß auch nicht mehr, was im Tag. Wie viel Uhr haben wir? Oh, okay. So, hallo Tourist, 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 Tourist. Und Tourist, Nelly Moin, Claude. Es gibt auch Rangstufen bei Touristen. Die einen dürfen einen Namen haben, die anderen nicht. Das ist dann die ganz unterste Schublade. Ja, dann hast du es echt noch nicht geschafft. Da muss man sich hocharbeiten hier, ne? Als Tourist auch. Huge. Haben die sonst noch irgendwas? Nee. Honigummeise, hallo. Gut. So, hier sind noch allerlei Sachen, die wir machen. Zauberspiegel. Ach so, ja. Moment. Der Zauberspiegel. Achtung, was ist mit dem Wetter eigentlich? Freitag. Naja, kann man das mal glauben? Ob der morgen wirklich schlechtes Wetter ist beim Tanzbattle? Kann ich mir gar nicht so vorstellen. Mensch, Merle, du standst im Weg. Jetzt habe ich das Ding verrückt. Was machst du da? Oh, geh von meinem Wüstending runter. Ich meine, von meinem Wüstenfuchs-Bildnis. Jetzt kriege ich das hier nicht mehr gerade platziert. So, Mann. Die ganze Geonometrie geht durcheinander, wie das heißt.
Merle. So, was sollen wir noch einladen? Wir könnten noch Rocky einladen oder Jane natürlich. Ah, Lehrerin beim, naja, Lehrerin bei der Kinderparty. Weiß nicht, ob das so beliebt ist. Kann aber nicht alles haben. Sieht ja überhaupt aus, okay. Hey, Jenny, geht es so? Hau dich auch. Ein Tanzwettbewerb. Wie schön, das erinnert mich an meine Zeit in Waldershain. Oh, es war unglaublich. Wir haben getanzt und getanzt, bis die Sonne aufging. Uiuiui, eine Tanzmaus hier. Okay. Müssen wir uns merken, aber wir sind ja schon verraten. So, bitteschön. Wow, eine Party. Ich bin dabei. Ich bin gut darin, Partystimmung zu verbreiten. Ich habe ein ganzes Buch darüber gelesen. Viel Spaß. Okay. Das macht Hoffnung. So, machen wir mal ein schönes Partyfoto. So. Nee, das ist nicht so geil. Okay. Ach so, unschuldig da rumstehen. Hallöche. Jetzt latscht er hier mitten durchs Bild. Naja, gut. Und Grace im Bikini. Das hier? Achso, das ist der Schatten. Ich dachte, hier hat immer rumgetropft mit Farbe oder so. Es gibt ja Leute, die machen sowas. Aber wir zum Glück nicht. Ah, mir Entchen, Hallöchen. Wir sind so. Bin froh, dass es jetzt jedes Jahr einen Grund gibt, auf die Bühne zu gehen und zu tanzen. Ich werde es wahrscheinlich nie tun. Jetzt sonst ja, auch eher die Introvertierte, aber da darf sie ja. So, ach guck mal, Elselein ist auch zufällig mal hier. Schön, dass wir uns auch mal sehen, so als Eheleute. Genau, sie wird uns wegbetteln, will sie damit sagen. Na gut, in der Liebe und im Kampf, da gibt es keine Regeln. So, sind dann schon mal alle versammelt, sehr gut. Batman. Jasmine auch. Wie geht's mit dir hier? Willst du auch mit tanzen? Du, ich kann es kaum erwarten, den Boogie zu machen. Früher habe ich nur den Hookie-Pookie gemacht, aber seit letztem Jahr habe ich ihn nämlich wirklich geändert. Darum geht's doch nicht. Den Hookie-Pookie, ja. Das braucht man immer wieder mal. Dann machen wir mal ein schönes Erinnerungsbild an den heutigen Tag. So, ne, Jasmine, damit du mal ein Foto mit dem Sieger des Tanzwettbewerbs hast für zu Hause, dann kann man dann angeben mit den anderen Kindern. Zack. Speichern. Warum haben wir eigentlich nur eine Pose? Wir sind noch befreundet. Hm. Aus dem Weg, Tourist. Du hast hier nichts zu suchen. Geh an die touristischen Ziele. So. Wir sind aber Freunde mit Jasmine. Können wir dann nur eine einzige Pose machen? Ist ja Full Stars hier, also. Hm, naja. Hm. Dann mit diesen Badelatschen tanzen. Naja, gut. Das ist halt ein höherer Schwierigkeitsgrad. Das werden wir schon noch hinkriegen. So. Oh, das Tanz-Butler ist gestartet. Guck mal auch hier. Oh, er hat sein Sixpack rausgepackt hier und will mitmachen. Gucken wir mal, was hier abgeht. Ah, Owen und Grace wollen es uns mal zeigen hier. Da kommt direkt Urlaubsstimmung auf. Jawohl. Und Mabel? Gut, die Einzige, die noch vernünftig angezogen ist hier. Naja. Okay. Sieht auch ein bisschen wie eine Glocke hin und her schwingt bei Mabel, aber gut. So, der Tanzbattle. Lass uns unsere Sorgen wegtanzen. Jawohl, Mian. Das machen wir. Und dazu noch einen schönen Cocktail reinpfeffern. Hier können wir einen Gewinner auswählen. Es gibt keinen. Es gibt nur mich. So, ich sag's dir. Dann wollen wir dem mal zeigen, wie man das so richtig macht, Freunde. So. Los geht's. Der Meister ist wieder auf dem Tanzbett-Parcours. Oder wie heißt das? So, was diese verdammten Pfeile. Wer hat die gemacht? Wer denkt sich sowas aus? Muss ich nur einspielen hier, eintanzen irgendwie. War schon lange her, dass Let's Dance lief. Also. Die Hufte, du musst die Hufte bewegen. Und die Knie. Oben, unten. Oh, links, rechts. Was? Wer weiß das denn? Müssen wir das so kompliziert machen? Ja, Combo. Oben, links, rechts, unten, geradeaus. Was weiß ich? Bums. Halleluja. Tun jetzt schon die Knie weh. Ich bin auch nicht meine Jüngste. Wir haben aber Grace und Unschur geschlagen. Halleluja, maybe. So, was ist mit dir, Batman? Der will nicht mehr tanzen. So, kommt hier nochmal jemand? Traut ihr euch noch? Ach, guck mal hier, der große Logan ist auch dabei. Hey da, sieht cool aus. Ich war noch nie ein großer Tänzer, aber ich denke, mit ein paar Gläsern Jagdmännchen mehr könnte ich mich trauen. Mhm. Okay, ja, dann pfeift ihr mal was rein hier. Ist der Stand denn geöffnet für Cocktails? Jawohl, du könntest einen Cocktail reinziehen. Sehr schön.
So, ich habe mir gleich mal noch zu saufen gekauft hier. Ich tanze das nächste Mal. Hier, keine Schüchternheit hier, Leute. Auf die Bühne mit euch. Und Mabel traut sich auch wieder heute. Und Elsie. Elsie, zeig's ihm. Gibt's diesen Verkäufertypen da? Das hast du mir stundenlang geübt. Jawohl. Links, rechts, geradeaus und den Hacken ins Gesicht. Jawohl, so gehört sich das. Machen wir noch aus. Wollen wir auch nochmal. Komm, wir machen mal schwer. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. So, Haustier Landshut. Was? Okay. Aua. Dieses Pflaster am Knie kriegt natürlich irgendwie. Ich weiß nicht. Daran liegt das. Mann. Oh. Ist das so die Musik? Oh, shit. Halleluja. Das ist aber jetzt. Das ist doch schwer, ja. Oh, puh, ha. So. Hilfe. Okay. Konzentrieren, Fred, konzentrieren. Die Leute gucken zu. Was? Links, rechts, geradeaus. Was? Ich will hier nicht mehr durch. Schießt einer auf mich? Ich weiß nicht. Ah, jetzt nochmal. Combo. Oh. Kompliment, Pablo. Das war gar nicht mal so schlecht. Aber ich wollte dich halt auch mal gewinnen lassen. Das war jetzt 1:1 irgendwie. Puh. Oh, guck mal hier. Owen und Logan steigen jetzt auf die Tanzbühne. Uiuiuiuiui. Die beiden coolen hier. Traut sich sonst keiner hier? Ach, guck mal, schon wieder Mabel. Was ist mit der los? Die hat aber heute Tanzlust. Das gibt's ja gar nicht. Die tanzt sich in Frust und Cooper weg wahrscheinlich. Kann ich verstehen, Mabel. Kann ich verstehen. Ja, sehr schön synchron, Owen Logan. Hat er schon nicht geübt heimlich in der Küche? Ja. Die zwei harten Jungs sind gar nicht so hart. Außer ein Waschbrettbauch. So, komm, wir trauen uns jetzt nochmal. Das kann ja auch nicht sein, dass wir hier. Wir nehmen nochmal normal. Dann. Ich muss dich noch eingrufen. So, Mabel, husch weg mit dir. Oh, gegen Jasmine. Oh Mann. Jasmine ist der Teufel des Tanzes hier. Ich muss fertig machen. Die rennt nicht nur eine Bekloppte, die tanzt doch so. Fred, konzentrier dich. Hätte doch nicht abkochen trinken sollen. Ist ein bisschen nervös am Finger. Ja, diese Geschwindigkeit geht. Das ist auch seniorengerecht ein bisschen. So, okay, zeig's ihnen. Jawohl. Aua, mein Knie. Oh, ja, mein Rücken. Alles. Aua. Ja, Wurzeln. Falsche Shampoo genommen. Alles hat heute Auswirkungen. Wenn ich mal eine Pause habe. Okay, es geht weiter. B-Note, wir müssen auch darauf achten. Ein bisschen mehr Stil in die Finger, Fred. Und Combo! Bums! Hey, Jasmine, was ist los heute? Ja, und Schuhe. Okay, der neue Anzug sitzt ein bisschen zu eng, kann sich nicht so bewegen. So, Batman, hast du sehr gut gemacht heute. Nee, ich hab's eigentlich. Wuff! Links bist du immer gut gelaunt. So, Freunde, ich, ja. Wenn da keiner da hier, Mensch. Keiner will hier mit mir spielen. So. Abseits davon. Ja, ja, immerhin. 2:1 gewonnen. Geht doch, ne? Justice, was sagst du zu meinen Künsten? Wenn du tanzen willst, könnte ich Unschu bitten, um meine Patrouille zu übernehmen. Ja, da tanzt doch selber, du Dödel. Vielleicht hast du doch gar nicht gemerkt. Unschu habe ich nicht gesehen heute. Keine Ahnung. Der macht bestimmt Wachdienst, glaube ich. Ganz viel. Hat alle bösen Räuber besiegt, die es hier gibt. Wenn es einen gibt. Der Böse ist da eigentlich mitgetanzt. Naja. Logan. Ja, meins. Mag ich eigentlich immer noch. Der Jensen, auch ja. Trudy, auch gut getanzt. Hey, Ernest, wo warst du eigentlich? Im Allgemeinen ziehe ich es vor, meinen Stift tanzen zu lassen. Der gleitet anmutig über die Seite. Aber nun gut, du hast mich überzeugt. Nee, mach nicht mit. Bringt nichts. Lass es einfach. Ich habe keine Konkurrenz gebrauchen hier. Nee, okay. Könnte man gar nicht gucken. Irgendwo kein Blocker mehr. Gut, aber aus dem Weg geht's hier. Wird immer verkauft. Jensen, ab nach Hause. Was? Achso, wegen unserem Huskuin. So, da können wir Elsie erzählen, dass wir zumindest 2:1 gewonnen haben. Auch schwer ist es, aber echt schwer. Hey, Gekolein, was mit dir? Hast du auch mitgetanzt? Ja, du machst nur Walzer. Okay, ja, kann ich verstehen. Die klassischen Tänze sind auch manchmal die besten. Diese neue modische Breakdance, wie das heißt. Ja, hier ist absolut nichts mehr zu holen für uns. Was soll man machen? Dieses Schild hier. Auch
immer nur im Weg. Hier ist alles im Weg irgendwie. Wir müssen. Das Grundstück ist so klein. War nichts einfach. Hier wird schon gepennt, okay. Kevin hat sich's verdient. Hoffentlich. So, dann war es das hier auch. Sonst ist hier nichts mehr los. Oh, da ist noch ein Sandwurm. Ich rette dich. So, wo ist eigentlich unser Huhn? So, Atze, wo bist du? Ich wollte ihn eigentlich mal ausprobieren, ob ich den Sandwürmern füttern kann. Dem Huhn weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Hey, schöne Frisur wieder. Ja, Atze, kenne ich ja. Sagst du öfters. So, mal gucken. Was können wir hier? Wo sind die denn? Ah, ups. Hey, das ist eine Sandschlange. Sandwurm brauche ich, Freunde. Sandwurm. Das sind die kleineren. Immer fröhlich winkend im Sand rum. Also, krauchen, bitteschön. Plus 13. Kickerbomb. Okay. Sandwürmermarker. Batman, du auch? Applaudierst hier so schön? Komm, dann kriegst du auch einen. Sandwurm geht immer. Ob mit oder ohne Panade. Bitteschön. Plus 2. Aber bei dir nicht so, hm? Wieso? Wederisch? Hm. Gut, Atze. Wo für eine Stufe bist du eigentlich jetzt? Auf 6. Okay. Ja, du musst noch ein bisschen üben. Das ist ein paar Sandbären. Das gibt da schon mal 140 Punkte. Ein bisschen Jagdmannmilch. Gibt auch noch mal 80. So, dann haben wir noch hier ein bisschen Pfeffer in den Hintern. Jawohl. Das gibt auch noch mal 160. Sehr schön. Schon sind wir auf Stufe 7, Atze. Wer kennt ihn nicht? So. Der Laden ist dicht. Wir gehen jetzt nach Hause. Guck mal, was Elsie macht, wenn sie schon im Bett ist. Wenn? Wenn sie denn im Bett ist, wenn sie nach Hause gefunden hat. Was macht ihr denn alle hier? Ach, shit, ich habe euch eingeladen. Ja. Nein, nicht hinsetzen. Na gut, wir gucken uns holen. Das Essen sieht aber auch wieder gut aus. Jo. Können wir nochmal was drauf anordnen? Was haben wir denn da? Meisterkoch-Omelett. Kann man hier einen Cocktail draufladen? Ja, tatsächlich. Ah. Okay. Melonenmus, auch immer gut. Ein Steak. Die Fischköpfe von Elsie, die will auch nie einer, aber hier für die Gäste nur das Beste. Hm. Rindfleischnudeln. Käse-Sandwich. Geht auch immer wieder. So, dann haben wir das auch. Ah, da steht sogar der Cocktail. Sehr schön. So, kann man auch mal gebrauchen. So, Atze, geh mal besser in dein, hast du gar nicht. Such dein Bett. Batman. Ich lass mal auch mal raus hier. So, du bist ja wenigstens auch direkt in der Nähe. So, bitteschön. Dann warte schon mal zu deinem Schlafplatz hier. Achso, Merlin, ich habe auch vergessen. Mein Gott, dass wir hier mal alles eingesammelt haben. Horst, Henny, schön weiter schlafen. Oh, ihr habt nur Kastanien? Hier passiert. Ja, Tomaten mögt eigentlich nicht so. Aber könnte mal eine reinschmeißen. So, Hauptsache ausgewogene Ernährung. Guck mal, Harvey pennt noch. Nee, aber frisst noch im Schlaf sozusagen. Das ist eine gesunde Einstellung. Und Nudels verdaut noch. Sehr schön, ja. Oh, und auch keine Kartoffeln. Was ist hier passiert? Ihr mögt doch gar keine Tomaten. Wir schmeißen die immer hier rein. Das ist nicht ausgewogen hier. Ich hatte einen ganz genauen Diätplan. Aber was machen sie hier? Melle hängt am Schild fest. Oh. Vielleicht ist das doch nicht so geil hier. Nee, das ist auch doof. Hm. Irgendwo anders hinstellen. Hier draußen geht es ja leider nicht. Ne? Ich würde sagen, hier geht's die Werkstatt, Freunde. Hier. Hier lang. Hm. Ja. Weiß ich nicht. Ist irgendwie. Hm. So, da geht's rein, Freunde. So, falls man, ne, für Elsie, falls sie nicht das vergessen haben sollte. Man weiß es ja nicht. So, gehen wir mal ins Bettchen. Gucken wir nochmal nach den Kindern. So, jetzt. Hahaha. Husch, husch. Ab ins Bett. Ich schon wieder Gameboy spielen heimlich. So. Wendy ist schon wieder zu warm, okay. Aber ist auch warm draußen, kann man auch verstehen, dass er dann nicht mit einer fetten Daunendecke pennen will.
So, auch guck mal, Alice ist auch im Bett. Dann gehen wir auch mal und lagern uns waagerecht. So, ups. Ein Sandsturm ist ein Anmarsch. Okay. Alice, nein, was ist mit dir? Ein großer Tag. Guten Morgen, süßer Morgen, unser Kindgeburtstag. Weißt du schon, wie wir ihn feiern sollen? Wie wär's mit einer Party? Okay. Ja, wir haben allerdings schon eine Party geplant. Deshalb könnte das jetzt interessant werden. Ah, gut, dass ich das schon vorausgemacht habe. Hallo Kinder, Party und so. Puh, tanzen ist wirklich gut für die Fitness, nicht wahr? Ich kann lernen, indem ich einfach die Bewegung folge. Ganz genau, Fitness. So, für was anderes ist das nicht gut. Komme ich jetzt an Wendy dran? Nee, das ist Elsie. Nee, ja, dann kocht noch mal ein bisschen was. Irgendwie ein bisschen gelungen. Ich komme jetzt nicht an Wendy dran. So. Füttern. Scheiße. Keine Babyflasche. Dann mach du das, Elsie. Ich muss tanzen. Haben wir jetzt wirklich Sandsturm? Beim Tanzbattle? Oha. Hallo, Zauberspiegel. Und ihr alle hier. Ja, das sieht gut aus mit dem Tuch. Ja. Herzchenbrille und Schutztuch. Das. Und dann noch so ein Öhrchen. Haarreif. Das sieht cool aus, Nia, ja. Bei diesem Wetter muss ich vorsichtig sein. Ich kann doch nicht den ganzen Weg hierher gekommen sein, nur von einem Sandsturm weggeweht zu werden. Pass auf, dass sie nicht deine Klamotten wegweht. Aber das sieht echt cool aus. Das Outfit. Das ist echt gut. Ja, oh, ja. Hat nicht für alle gereicht. Sorry. So, aber wir haben echt Sandsturm. Ich bin überrascht. Naja, gucken wir mal, wie es hier weitergeht und wer hier weggeweht wird. Obwohl der Himmel blau ist, teilweise. Na gut, morgen geht's, also heute geht's auf jeden Fall weiter mit dem Tanzbattle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Oh, sorry, Alter.